Willkommen auf dem Kanal Die 2 auf YouTube mit mir, dem Kracher, und die zweite Woche von LFM in der Eisenliga. Wir sind auf Zolder. Das sind wir das letzte Mal ja auch schon mal gefahren. Und hier ist die Startphase. Wir befinden uns auf Platz Nummer 18. Oder ich glaube, wir sind mit 19 sogar gestartet. Da steht 16, sorry, bei Platz Nummer 16, ich sehe es gerade. Wie immer, wir wollen ja am Anfang niemanden ins Auto fahren, deswegen immer Vorsicht geboten. Wir ziehen hier links vorbei, weil er doch ein bisschen schlecht gestartet ist. Und hoffen natürlich, dass er nie uns ins Auto fährt. Und ihr, wie ihr sehen könnt, müssen wir ein bisschen stark abbremsen. Aber es ist nichts passiert, es ist eigentlich ein ruhiger Start diesmal. Also für die Eisenverhältnisse ist das ziemlich ruhig und wir kommen ziemlich gut weg. Geht alles ohne Probleme. Hinter uns ist ein BMW. Dann überholt uns da gerade einer. Es ist ein Lamborghini. Der BMW hat klar, er kann viel später bremsen als wir. Die BMW sind ja bekannt dafür, die besten Bremsen im Spiel zu haben. Oder richtig gesagt, in der Simulation. Hier müssen wir ziemlich stark abbremsen, um nicht hinten drauf zu fahren. Dann geht es hier in die Schikane. Die spielt nachher noch eine Rolle. Da fällt der erste aus. Da kommen wir nochmal runter, jetzt geht es hier links rum und dann kommt nochmal eine Schikane. Das sind die zwei schwierigsten Stellen auf dieser Strecke, auf Zolder. Hier muss man sehr stark abbremsen. Hier holt man sich ziemlich schnell einen Cut. Ihr seht schon, da geht der Staub hoch. Aber für die erste Startphase und für die erste Runde eigentlich sehr sauberes Rennen, also kann man uns gar nicht beschweren. Der BMW versucht es mal wieder, aber er ist einfach nicht schnell genug, um uns dran vorbeizuziehen. Er versucht sich rechts neben uns zu setzen, aber das reicht nicht. Wir kommen hier rein, wir müssen vorsichtig sein, ne? Da wollen wir keinen berühren. Aber die Runde ist fast zu Ende. Der Lamborghini hat nochmal leicht das Gras berührt. Ist ein bisschen rausgekommen, aber alles kein Thema. Hier kommt dann nochmal eine Schikane vor Start und Ziel. Aber das ist die einfache Schikane. Wir sehen eine gelbe Flagge, rechts ist wieder einer raus. Und so geht dann in die zweite Runde und diesmal bleiben wir auch bei und ne, wir springen nicht nach vorne und nichts. Das war mir noch gut und noch ziemlich spannend hier. Ja, der Lamborghini vor mir, ich war schneller, aber also nicht so schnell, dass ich ihn locker überholen konnte. Deswegen bin ich immer schön hinterher gefahren. Es bringt ja nichts, ne? Also irgendwo da mit Gewalt reinzustechen, das würde uns beiden ja nicht helfen. Also sind wir hinten dran geblieben, der BMW hat ein bisschen verloren auf uns, aber wie ihr seht, er kann später bremsen, er fährt immer wieder richtig dicht auf. Aber dafür, dass die zweite Runde liegt, das echt gut. Also gut ab vor allen Leuten, die sich da benommen haben, da ist nicht viel passiert. Hier kommen wieder die Schikane, diese Curbs sind, also da ist ACC wirklich nicht gut. Wenn der den Curb da falsch aufsieht, dann hebt dein Auto ab, ey, und du denkst, du fliegst zum Mond. Das ist echt Wahnsinn. Diese Schikane, werden wir später nochmal sehen in einem anderen Rennen, das ist echt die Hölle. Und wie ihr seht, mit der BMW immer scharf hinten dran, ne? Also er war immer kurz davor, mir hinten drauf zu fahren. Aber ich konnte nach vorne nicht viel machen, weil ich war zwar schneller, in vielen Stellen wieder Lamborghini, aber in vielen Stellen halt langsamer. Hier versucht das wieder rechts. Es klappt wieder nicht, ne? Jetzt hier fährt er mir ins Auto. Ja, ich weiß nicht. Unnötig, aber passiert halt, ne? Es ist ein Rennunfall, nichts Schlimmes. Er macht wieder seine schöne Lichthupe. Er denkt sich so, ja, ich bin doch hier schneller, lass mich doch vorbei. Aber ich denke mir so, ey, das ist ein Positionskampf, der wird nicht einfach vorbeigelassen. Wenn du mich vorbei willst, dann überhol mich doch. Er macht wieder Lichthupe, ne? Er denkt sich so, boah, nervt er da vor mir, aber er muss halt schneller sein, er muss mich halt irgendwo überholen und das schafft er halt nicht. Genauso wie ich es nicht schaffe, den Lamborghini zu holen. Ne, ich mache ja auch keine Lichthupe nur, ne, um den da vor mir nervös zu machen. Viele versuchen dich ja mit dann nervös zu machen oder dafür zu zwingen, dass du einen Fehler machst. Mich stört es weniger. Ich finde es halt nur blöd, dass wie auf der Autobahn, wenn einer eine Lichthupe macht, das bringt dir gar nichts. Wenn du schneller bist, überholen und wenn du nicht schneller bist, musst du halt hinterherfahren. So einfach ist das Prinzip. Ihr seht, er bremst immer wesentlich später. Das kann man mit dem BMW halt gut, aber ich beschleunige halt immer besser raus aus den Kurven. Deswegen ist da nicht viel möglich für ihn. Und jetzt versucht er hier auch. Wir wollen beide durch die Schikane. Ja, das geht leider nicht gut. Er dreht sich raus. Ich zeige es euch nochmal hier, damit ihr sehen könnt. Da kommt er. Beide durch die Schikane. Jetzt funktioniert er halt nicht. Ich habe noch Glück. Ich bleibe im Rennen und er schießt selber aus. Hier sieht es so ein bisschen aus, als wenn ich ihm die Tür zumache, aber ich muss halt durch die Schikane. Ich muss halt einlenken. Wir sehen es nochmal aus seiner Perspektive. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir kommen nicht beide durch die Schikane, das ist unmöglich. Aber er hat es versucht. Er hat, hoffe ich, Lehren daraus gezogen. Es geht weiter, wir waren noch im Rennen. Wir hatten noch keinen Schaden am Auto. Vor uns war dann immer noch der Lamborghini, der sich natürlich ein bisschen gefreut hat wahrscheinlich.
Aber wir sind dran geblieben. Dann kommt hinter uns, ich glaube, das ist ein Ferrari. Bin mir ganz sicher. Der fuhr mir dann immer wieder leicht hinten drauf. Ich weiß gar nicht, das kriegt man so nicht mit, aber er hat dann immer wieder Berührung, ne, mit mir. Er macht also auch Druck, aber wie ihr seht, ich komme zwar dran in vielen Kurven an den Lamborghini, aber ich kann ihn auch nicht überholen. Also, ja, was soll man dazu sagen? Es ist schwierig, aber es war ein geiles Rennen. Es hat Bock gemacht, weil es mal Action war. Ne? Ich bin da ganz weit runtergefallen, ich glaube unter 700 Elo mittlerweile. 700 war zerquetschte. Und daher habe ich gehofft, dass ich da so spannende Rennen kriege. Ihr seht ja, das klappt auch ganz gut. Aber wir hatten auch keine Chance. Wir hatten keine Möglichkeit, diesen Lamborghini da vorne zu holen. Wir hatten immer gehofft, vielleicht macht er einen Fehler. Hier kommen wir noch mal ran. Aber es reicht dann nicht. Also ohne, dass ich jetzt ein übertriebenes Manöver mache, hätte es halt nicht funktioniert. Hinter mir, der verliert dann so seinen Platz so ein bisschen. Aber der andere zieht auch wahrscheinlich weit raus. Also es war auch so, ich konnte ja nicht ewig im Rückspiel gucken. Ich musste mich auch vorne auf konzentrieren, dass ich ihm nicht hinten drauf fahre. Nach hinten immer so einen Blick haben, dass er mir nicht hinten drauf fährt. Es war also schwierig. Es war nicht so einfach. Es macht sich zwar Bock, aber es war auch nicht so einfach. Man war so ein bisschen im Stressfaktor. Und wie ihr seht, wir haben gerade noch 6 Minuten gefahren. Dann kommt die Schikane. Der brettert da vollkommen drüber. Das kann ich mit meinem Auto nicht machen. Dann fliegen wir ab. Aber ihr seht ja, ne, er fuhr immer wieder ein bisschen dichter auf. Hier kam man immer wieder gut wieder durch die Schikane. Er verlor wieder ein bisschen. Hier kam er vorne nicht ran. Jetzt waren wir natürlich immer in der guten Hoffnung, dass wir ihn irgendwann mal den Lamborghini da vorne überholen können, um ein bisschen mehr Ruhe ins Rennen zu kriegen. Aber ja, er kommt zwar dann doch noch mal ran oder so, aber also es war halt keine Gelegenheit, ihn zu überholen. Also außer mit Gewalt. Also einfach irgendwo fett reinzustechen, war halt nicht möglich, ihn zu überholen momentan. Fuhr ich also immer weiter hinterher. Ne? Es gab noch mal gelbe Flagge. Hier ist einer, der ist rausgeflogen und jetzt seht ihr, er fährt mir in die Karre. Er fährt mir dann nochmal in die Karre und dann, boah, die Lenke gegen, das sieht man leider nicht. Dann habe ich nochmal berührt, also mein SR war damit komplett am Arsch. Die dumme Aktion einfach, ne? Ich weiß nicht, warum man da nicht einfach zurückhält, aber gut, es passiert. Ist dann nicht großartig passiert. Zog noch einer raus aus der Boxengasse, ja, und jetzt kommt, wie das immer kommen muss, muss er denn da hoffen haben, dass der Fahrer vielleicht einen Fehler macht oder doch keinen Fehler macht. Aber wie gesagt, ich will euch das hier mal so zeigen, wie das so läuft. Ich muss also immer wieder nach hinten gucken, was trieb da mein Gegner von hinten. Mit dem Ferrari, jetzt sehe ich es gerade, und wird ja angezeigt für das Auto. Also der Ferrari musste immer gucken, nach vorne gucken, dass ich ihm nicht hinten drauf fahre, weil das ist so meine Prämisse. Ich möchte dann niemanden irgendwie, also eigentlich so rausstoßen oder hinten drauf fahren und dann mit ihm das Rennen versauen. Das gelingt ja auch nicht immer, ne? Manchmal bremst einer durch und du fährst ihn hinten drauf. Das gehört zu normalen Rennunfall, aber diese Sachen, die anderen Leute immer machen, so, ja, ist nicht meins. Versuche ich immer zu vermeiden und so. Und es war auch bis jetzt immer noch richtig spannend. Es war fair. Kann ich jetzt nicht irgendwie beschweren, ne? Nur weil der Fahrer so ein bisschen hinten richtig drauf war. Er versucht es immer wieder. Aber wie gesagt, er hatte nicht genug Power, um, ne, er macht auch nicht super, das scheint so ein Motto zu sein. Aber er hat halt nicht genug Power, um dran vorbeizukommen. Also, keine Ahnung, wo man dann nicht super macht. Ich weiß ja auch nicht, was die Leute dann erwarten, dass du sollst du links parken, rechts parken, stehen bleiben, ihn vorbeilassen. Er war ja nun mal nicht deutlich schneller. Also keine Ahnung, was die Leute darüber denken. Ihr versucht doch nochmal reinzuziehen. Also selbst wenn er vorbeigekommen wäre, das bringt ihm gar nichts. Dann wäre er abgeflogen, weil ich ihm dann hundertprozentig in die Karre gefahren wäre. Aber ja, ich kann nur mein Rennen fahren. Ich kann nur das schildern, was ich so erlebt habe in dem Rennen. Und ich war hier nichts. Ich kam mir nochmal dicht auf. Ich hätte ihn vielleicht überholen können, aber ich habe gedacht, nee, das riskierst du nicht. Weil da kommt die Rechtskurve, dann ist er wieder im Vorteil. Ja, und dann denkt der Fahrer sich, okay, fahren wir hinten ins Auto. Ja, wie gesagt, die Leute haben dann nicht die Geduld. Sie wollen nicht fair überholen. Ja. Dann sind wir dann komplett raus. Ich zeige es nochmal aus der anderen Perspektive. Dann seht auch, ich mache einen riesen Fehler. Ich bleibe nicht auf der Bremse, sondern versuche, das Rennen wieder teilzunehmen. Und dann schramme ich den ein und der andere rammt mich dann. Also mein SR war damit komplett runter. Hier seht ihr, der stößt mich hier vollkommen an. Und da hätte ich einfach auf der Bremse bleiben müssen. Und ja, ich drehe mich dann hier raus, weil ich aufs komme. Und dann, na klar, die Beine treffen mich dann auch. Die können gar nichts dafür. War eine doofe Aktion von mir. Ich hätte einfach vielleicht auf der Bremse bleiben sollen und stehen bleiben. Aber ihr seht auch hier, er fährt mir voll hinten in die Karre, weil er ungeduldig wird. Ja, wenn ich auf der Bremse bleibe, passiert ja gar nichts. So gefährlich noch zwei andere. Ganz klar mein Fehler. Müssen wir nicht darüber diskutieren. Wir sehen es ja nochmal von oben. Und jetzt, da hätte ich eigentlich schon auf der Bremse bleiben müssen und einfach stehen. Oder nicht nach, also hier nicht nach links ziehen dürfen. Dann wäre es für die beiden nicht so doof ausgegangen. Aber das sind dann in dem
Ja, in den Rennen ist es dann so, passiert halt dann. Ja, und dann müssen wir halt in die Box, Autos total schaden, also kaputt. Wir müssen dann insgesamt so, ich glaube insgesamt waren es 3 Minuten Standzeit und ja, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, da sind die Rennen gelaufen, da machst du nicht mehr viel. Dann fährst du praktisch nur noch hinterher. Da ist dann wirklich nichts mehr zu machen. Und wie gesagt, ich versuche immer zu vermeiden, jemanden so wie er mich hinten drauf zu fahren, weil ja, das ist kein Rennenfahren, sondern das ist, weil es möglich ist, du kannst jemanden hinten drauf fahren, der dreht sich raus und das Rennen ist für ihn beendet. Wir sehen jetzt nochmal hier die kurze letzte Runde. Wir sind dann gelandet auf Platz Nummer 5, lass dich nicht täuschen, wir waren Platz Nummer 19 oder so. Das ist nur, weil die erste übers Ziel gefahren ist, die Anzeige stimmt dann immer irgendwie nicht. Wir haben dann Platz 19 gemacht oder so, konnten auch nichts mehr großartig fahren. Hier versuchte dann nochmal jemand irgendwie dicht drauf zu fahren, ich weiß gar nicht warum man da so immer wieder versucht drauf zu fahren, keine Ahnung. Wir haben Elo minus 48 und SR minus 43. Schauen wir uns das zweite Rennen an. Es ist immer noch Zolder, es ist der gleiche Tag und wir sind in der Einführungsrunde. Wir sind gestartet auf Platz Nummer 13. Kann das sein? Steht auf jeden Fall da. Da sind wir wirklich auf Platz 13 gestartet. Wundert mich jetzt ein bisschen. Ich dachte, ich wäre tief weiter hinten gestartet. Aber egal. Wir gehen rein. Die erste Runde, wie immer. Wir hoffen, dass wir gut durchkommen. Dass uns da nicht so viel passiert. Ihr seht, er bremst ein bisschen früh. Ich ziehe nach rechts, um da nicht drauf zu fahren. Kommen eigentlich alle ziemlich gut durch. Jetzt haben wir noch gar keinen gesehen, der sich irgendwie rausgedreht hat oder so. Das ist ja schon immer positiv. Da dreht sich der erste raus, zu früh gefreut. Einer verabschiedet sich schon mal. Kalte Reifen. Muss man vorsichtig sein. Hier setzt sich der was ist das, Lamborghini oder so noch vor mir. Der kommt hier besser aus der Kurve. Aber alles sauber, alles gut. Plötzlich sind wir 12. Kommt die Schikane. Die wird hier noch eine schöne Rolle nachher spielen. Dann geht es ja weiter. Es geht wieder links herum. Aber alles sauber, alles gut. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Wenn so viele Autos davor sind, dann wird es immer eng. Wir sehen, da dreht sich wieder einer raus. Damit waren wir dann noch einen Platz nach vorne gerückt. Wir waren 12. Jetzt kommt die Rechtskurve. Da kommen wir auch ziemlich gut rum eigentlich. Die können wir. Er schiebt mich hinten an. Passiert. Das dreht sich einer raus. Also wir sind alles erst für die erste Runde, sag ich mal, ja klar, wir hatten eine Berührung. Es ist hinten drauf gefahren, aber es war alles okay. Es ist nichts Weltbewegendes passiert. Da kam er nochmal angeschossen und drehte sich dann nochmal raus. Er war, glaube ich, ein bisschen frustriert. Passiert halt. Aber wir waren mal damit sicher. Wir hatten einen schönen Abstand nach hinten. Ne? Ihr könnt ja sehen, wir hatten nachher 4 Sekunden auf dem nächsten. Das war gut. Man sah ihn noch nicht mehr im Rückspiegel. Wir konnten es da vorne. So, hier machen zwei nochmal eine Projekte, dreht sich einer raus. Er kommt nochmal von rechts, es wird eng, aber wir sehen ihn, wir passen auf. Aber wir sind auf Platz 11, da vorne gesprungen. Hier kommen wir ganz schön in den Schleudern. Mal rüber, er fährt mir nochmal ins Auto. Aber ich kann das Wagen noch abfangen. Also nichts passiert. Es geht weiter. Hinter uns war dann nochmal McLaren. Wir waren dann laut Anzeige auf Platz 10. Also bis jetzt unser bestes Ergebnis. Ja, hier kommt die Schikane, die ist, also das ist die. Jedes Mal, wenn ich da lang fahre, denke ich mir so, boah, du fliegst da gleich wieder ab. Aber wir waren Platz 10 und das in der zweiten Runde, das ist gut. Der versucht hier nochmal innen reinzustechen, fährt mir dann nochmal eine Karre. Ja, mein SR war damit schon wieder Geschichte. Ja. Ja, könnt ihr euch vorstellen, so mittlerweile war ich dann so, ist nicht mehr locker, fährt mir nochmal hinten drauf. Es war dann nicht mehr so, dass ich entspannt war oder das so lustig oder so fand. Ich fand es mittlerweile richtig nervig, was die Leute da machten. War auch richtig frustriert. Also das war, ja. Ich kann dann nicht so, ich will dann jetzt nicht so hier irgendwelche Schimpfwörter benutzen, aber Affen fahren besser. Sagen wir so. Er fuhr mir dann nochmal hinten in die Karre. Das kriegt man gar nicht so mit, wenn man die Zusammenfassung sieht. Aber er fuhr mir dann halt immer wieder ins Auto. Was nicht besonders ehrlich war, aber wir hatten Chance nach vorne, aber die waren ja nicht weit weg. Nach hinten war der Einzige, der noch nah dran war. Also lief das Rennen eigentlich richtig gut für uns. Wir können jetzt nicht irgendwie sagen, ja, die waren ja vor uns immer hinten drauf, aber das
Ist ja nichts passiert zum Glück. Ne? Ich weiß nicht, der Wagen wird jeden Fall ein bisschen Schaden haben. Wir müssen es ja nicht bezahlen. Also sehen wir mal drüber hinweg. Aber es war frustrierend. Ne? Also, dass in jedem Rennen so irgendjemand, der mal hinten drauf fährt oder so. Und irgendwann passiert es halt dann. Dann fährt er dir so hinten drauf, dass sich rausdreht und das Rennen dann halt für dich beendet ist. Das ist dann das, was wir genau vermeiden wollen. Aber er war auch nicht so schnell, dass ich ihn jetzt hätte vorbeilassen müssen oder so. Ja, dann hier passiert das, was mir nicht passieren soll. Damit schmiss ich das Rennen hier praktisch weg. Ich zeig's euch nochmal. Weil ich lag auf Platz 10. Treffe hier den Curb. Ja, und drehe mich raus. Ich war dann sogar teilweise 9. Aber ich fiel dann zurück auf Platz Nummer 14, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ah, ich glaube, wir sind dann komplett zurückgefallen auf Platz 14. Und ja, wir springen dann hier gleich mal ein bisschen weiter nach vorne in Runde 4. Da sehen wir dann der Porsche hinter mir. Wir waren, wie gesagt, 14. Der 15. war der Porsche-Fahrer. Der macht auch ziemlich viel Druck. War ein ganz normaler Positionskampf. Und wie gesagt, ich habe mich rausgedreht und das war ja meine komplett eigene Schuld, da habe ich ja keiner berührt. Aber ihr wisst, ja, ich war dann schon so richtig angefressen. Weiß nicht, ob ihr das so vorstellen könnt. Ich fahre alle drei Rennen am gleichen Abend. Hatte mir die Zeit dafür genommen und ich war jetzt so richtig schon. Also im Nachhinein kann ich sagen, ey, ich war richtig sauer. Wenn er da vorne irgendeinen Fehler gemacht hätte, glaube ich, wäre ich ihm mitten ins Auto gefahren und hätte mich dann noch beschwert, warum nicht bremst der Idiot. Also mittlerweile war ich so richtig sauer auf das ganze Spiel, Game, Simulation, egal wie ihr es nennen wollt. Ich hätte das Rennen gar nicht fahren dürfen. Ich hätte nach dem zweiten Rennen sagen sollen, okay, ist nicht dein Tag, lass es lieber sein. Aber wir waren jetzt im Rennen, wir fuhren also weiter. Der Porsche machte wieder Druck hinter mir. Vor mir war dann der Ferrari, den ich aber, wo ich auch nicht überholen konnte, auch nicht rangekommen bin. Es war halt so, ja, ganz normal das Rennen, wir waren 5. Runde. Wir waren 40, da konnten wir ja noch mit zufrieden sein. Die Schikane, wie ich sag, ich hasse diese Technik bei ACC. Mit anderen Rennsimulationen kannst du einfach drüber brettern. Hier denkst du mal, das ganze Auto hebt ab. Und dann zog er hier rein und dann, ja, ich treffe ihn dann. Ich rechne damit einfach nicht. Bin frustriert. Lass ihn aber dann hier fairerweise vorbei, weil ich mir denke, okay, das ist so. Und dann mache ich kommt jetzt gleich in eine Rechtskurve, dann kommt die Linkskurve und dann starte ich eine Aktion, wo ich mich heute noch für schäme. Ja, sowas muss nicht sein. Er ist dann vor mir, ich steche vollkommen rein. Und hier sieht das noch aus. Ja, okay, da ist eine Ohr. Aber ihr werdet gleich in der anderen Vision sehen. Ja, ich steche da einfach rein, ich lasse ihm da keine Chance und da keinen Platz. Jetzt sehen wir es nochmal. Ja, ich treffe ihn dann unglücklich. Er muss über die, über das, weiß ich was, Kies fahren. Oder Sand, was da ist. Ist er dann vor mir, ne, verdient. Und ja, das ist dann so eine richtige. Ich bezeichne diese Situation mal so: Frust aufgestaut und idiotische Idee gehabt. Da ist gar kein Grund, so reinzustechen. Ihr seht ja auch, ich treffe ihn dann. Er muss raus auf die Wiese. Ich zeige es ja nochmal, damit ihr seht. Auch das hier ist mein Fehler. Ich treffe ihn dann halt hinten. Ne? Ja, er hat noch Glück gehabt, dass ich ihn nicht komplett rausdrehe im Endeffekt. Ne? So, und dann, da muss man einfach sagen: ey, du hast einen Fehler gemacht, bleib ruhig, bleib hinten. Nein, mein Frust war so groß, dass ich gesagt habe, komm, Porsche-Fahrer, dir zeige ich es jetzt. Ich kann das auch und steche dann hier rein. Und ja, ihr seht ja, er hat gar keine Chance, er kann gar nichts machen. Ja, wir springen dann weiter in Runde 12, wir waren dann noch 11. Und der beliebte Spruch von mir ist, Karma wird es regeln. Und Karma regelt dann ja meistens auch. Ne? Wir kommen dann wieder auf die Schikane zu, meine Lieblingsstelle auf dieser Rennstrecke, ich hasse die wie die Pest. Ich fahre hier immer falsch an, glaube ich. Ja. Und dann hier verliere ich mal wieder einen Platz durch eigene Dämlichkeit. Und der Nissan hat eigentlich Glück, dass ich ihn nicht rausramme, weil ich war so frustriert schon wieder. Ne? Und dann fahre ich hier nochmal hinten nicht auf. Aber ja, da ist nichts mehr zu machen. Platz verloren und dann, ja. Dann kommt Karma und sagt, ja. Dreh dich nochmal und ja, dann habe ich mich nochmal gedreht und damit war dann war das Rennen komplett gelaufen. Ich falle dann noch weiter zurück und ja, ich will jetzt hier nicht so lange mit dem zweiten Rennen aufhalten. Ja, das ist eigenes Verschulden, da kann niemand was für. Verhalte mich wie so Punkt, Punkt, Punkt. Das sollte ich dringend abstellen und wie ihr seht, das jetzt hier die letzte Runde. Wir sind dann noch 13. aber das ist dann ja auch nur so, weil die anderen noch schlechter gefahren sind. Kein großer Lob an mich, viele Fehler gemacht. Unnötig reingestochen und Karma hat es dann geregelt und ich zeige euch mal, wir verlieren Elo minus 26 und SR minus 0,17, was vollkommen gerechtfertigt ist und wir springen rüber
ins dritte Rennen. Auf geht's ins dritte Rennen. Immer noch auf Zolder, immer noch am gleichen Tag. Und vorweg, bevor wir irgendwas hier anderes machen, ich bin nicht stolz auf dieses Rennen. Ich hätte es gar nicht fahren sollen. Und nehmt ein bisschen Rücksicht in euren Kommentaren. Auf jeden Fall, das Rennen war sehr, sehr wild. Okay, wir gehen rein. Wir sind gestartet als, ich weiß es gar nicht, 22. Also ganz weit hinten. Aber wir kommen ja gut weg. Wie immer, wir haben ja nicht so die Probleme beim Starten. Eigentlich schaffen wir das immer ganz gut, da rauszuhalten. Und wie ihr immer seht, Mr. Stange ist auch wieder dabei. Er fährt gerade hinter mir das Auto. Er macht Lichthupe, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Er ist immer noch hinter mir. Wir kommen hier in die erste Rechtskurve. Und wie ihr gleich sehen werdet, Mr. Stange verabschiedet sich. Mal wieder. Diesmal kann er gar nichts für, aber ja, genauso wie Pech wie ich. Er wird komplett rausgeschossen. Aber konzentrieren Sie auf uns. Leute, soll Mr. Stange mal grüßen. Wir fahren hier auf die Schikane zu. Wie gesagt, ich hasse die Schikane. Aber auch nur in diesem Spiel, weil das Auto so aufgebaut wird, das ist unglaublich. Das ist, also da müssen sie unbedingt dran arbeiten. Hier ist noch einer mal ein bisschen rausgefahren, ein bisschen weggewunden. Es gibt wohl auch andere Leute, die diese Schikane nicht mögen. Vor uns fuhr auch noch ein McLaren. Wir sind ja immer noch in der ersten Runde. Hier ist immer ein bisschen eng und immer ein bisschen schwierig, hier durchzukommen, ohne dass die Leute sich gegenseitig rausschubsen. Aber es lief diesmal wieder gut. Es war noch nichts Gefahr zu sehen. Es war ja immer noch die erste Runde. Das bedeutete, wir waren plötzlich 14. Also haben uns weit, weit nach vorne gefahren. Man kann der Anzeige nicht immer trauen. Hier versucht ein Porsche rechts ranzufahren und ich fahre ihn dann hinten drauf. Ja, er hat so mich so gedeift. Passiert halt. Hier die beiden sind sich da nicht einig. Mr. Stange kommt noch dran vorbei. Wir auch zum Glück. Ist für uns ein Vorteil, weil wir natürlich wieder nach vorne gespult werden. Durch die Unfälle. Hier drehte sich einer raus und das war dann Mr. Stange. Er hat ihn abgeschossen. War auch eine ganz wilde Szene. Ich habe sie leider nicht in die Replay. Aber wie ihr gesehen habt, er hat mich zum Glück nicht getroffen. Mr. Stange fiel natürlich dann immer weiter zurück. Was ja auch klar ist. Aber es war schon wild. Also wir waren dann plötzlich 15. Weil es war ein starkes Feld. Jetzt von den Zeiten her, dass Leute gefahren sind, da muss ich sagen, das passte dann schon irgendwie mit 15, da waren wir ganz zufrieden. Aber wie gesagt, es kommen noch die 10, wo ich nicht stolz auf dieses Rennen bin. Wir sind jetzt hier in der zweiten Runde. Die fuhren da alle so ein bisschen durch die Gegend. Das war, der Abstand nach hinten war 3,9 Sekunden, 3,7. Das war okay, wir hatten also nach vorne ein bisschen Abstand, nach hinten ein bisschen Abstand. Wenn es eigentlich so nach Hause fahren soll, dann wäre ich glücklich gewesen. Aber es kommt ja immer anders, als man denkt. Die Schikanen diesmal kriegen wir gut. Aber wenn man nicht über die Körper kriegt, dann verliert man, glaube ich, immer Zeit. Und wenn man über die Körper fährt, verliert man auch Zeit. Ich weiß nicht, wie man diese Schikanen nehmen soll. Keine Ahnung, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich finde die Schikanen eigentlich noch weniger schlimm hier als die erste. Und dann ging es ja in die Rechtskurve. Da haben wir schon die gelbe Flagge. Da steht 1, 2, 3 und dann gibt es hier einen Massencrash. Wir bremsen schön ab, diesmal richtig, richtig verhalten, wir kommen gut rum. So sollte man es machen, wenn eine gelbe Flagge kommt, sollte man noch auf die Bremse treten. Er hatte ja auch noch leichte Probleme mit der... Er war wahrscheinlich auch in den Unfall verwickelt, das weiß ich nicht genau. Also das hat uns dann wieder auf Platz 10 gespult, bis dahin. Und hinten schossen nochmal welche raus, hier schoss nochmal einer quer. Es war also ganz wild. Aber wir waren 10. Also bis jetzt war alles in Bereichen gut, aber durch die anderen Rennen davor war ich sehr frustriert. Es war auch sehr aggressiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war richtig genervt, also von den Leuten und von den die Leute, die da mitgefahren sind, wie sie sich benehmen. Aber jetzt waren wir so plötzlich 8. Also es lief richtig gut für uns. Ne? Aber wenn es richtig gut läuft, ist ja meistens, ihr kennt das ja, ne? Also Leute, dann irgendwas kommt wieder, passiert irgendwas, ne? Man kann ja nicht irgendwie mal durchgehen. Macht ja keinen Spaß, wenn nichts passiert. Ne? Also, wir fahren hier in die Rechtskurve. Alles noch gut. Gibt nichts zu scheren. Wir sind in der zweiten Runde. Wir sind 8. Wir sind haben die Plätze haben wir gut gemacht. 16 oder so? Ne, 16 könnte es nicht sein. Doch, wir haben 16 Plätze gut gemacht. Ja. Dann passiert, was passieren musste. Ich liebe die Schikane. Ich drehe mich raus. Ja. Ich mag sie einfach nicht. Ich bin froh, wenn dieser Kurs weg ist. Ich bin wirklich froh, wenn dieser Kurs ich nicht mehr fahren muss. Ich spreche das hier nach am Freitag, das heißt, es sind noch 2 Tage. Ich glaube, ich werde es gar nicht mehr fahren. Okay, und dann waren wir plötzlich nur noch 16. Von 8 auf 16, das müssen wir auch erstmal schaffen. Nur ganz klar sagen, also
wieder ganz weit hinten. Zweite Runde. Alles gewonnen, alles verloren. Er zog ja nochmal rechts rüber. Er wollte es nochmal versuchen. Er war dann vor mir. Aber es reichte dann nicht ganz. Weil er nach innen kann er mich nicht überholen. Ne? Merkt euch das. Innen ist ganz schlecht hier zu überholen. Sollte man nicht machen. Sollte man lassen. Und wir gehen gleich in die dritte Runde. Es waren gerade mal 5 Minuten gefahren. Und wie gesagt, ich hatte schon von alles mitgenommen. Von ganz vorne, von Platz 8 bis wieder ganz nach hinten. Platz 16. Konnte es eigentlich noch schlimmer werden, ja. Wir werden es gleich sehen. So, ihr seht ja, der vorne ist auch noch nah dran, ne? Da hätte man noch vielleicht auch ranfahren können oder so. Wir springen jetzt in die vierte Runde. Wir kommen ja auf die links runter. Fahren auf die Schikane zu. Ja, da stehen sie hier, machen sie ein bisschen quer. Ja, ich fahre ihm leider hinten rein. Auch eigentlich unnötig, vielleicht ein bisschen härter bremsen müssen. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Er kommt dann wieder und rammt mich dann zweimal. Damit fliege ich raus. Ich drehe mich dann. Und ja, und dann sehe ich ihn noch, oh, denke, Scheiße. Sieht nachher noch ein bisschen blöder aus bei der Wiederholung, die zeige ich euch, weil ich will das auch nicht vorenthalten. Also ist ja nicht so, dass wir immer nur die Sachen zeigen haben, wo die anderen schuld sind oder wo man selber noch schuld ist. Ich musste dann in eine Box, ich meine, ich zeige es sogar nochmal. Wir stehen dann in der Box, ist klar, das Auto ist total kaputt, damit wir reden. Aber ich will euch auch das zeigen, wenn man Fehler macht, wenn man Blödsinn macht, das gehört ja auch dazu. Ist ja nicht nur so, hier komm, ich zeige euch die schönsten Sachen. Wie ihr seht ja, ich zeige es euch nochmal. Wie das dann aussieht. Sorry für den Übergang. Also wir kommen hier rein. Da stehen sie alle. Haben sich irgendwie gedreht, nicht einig geworden, wer die Schikane fährt. Ich fahre ihm leider hinten drauf. Unabsichtlich, aber ist egal, ich bin hinten drauf gefahren. Wir kommen in die Rechtskurve, erst schimpft mich nochmal und dann, klar, ich komme ab, drehe mich blöd raus, treffe natürlich auch komplett den Ferrari und ich habe dann nochmal aufs Gas gelegen, aber ja, dann habe ich dann gedacht, okay. War blöd, ich hätte vielleicht stehen bleiben sollen. Auf jeden Fall habe ich mein Auto damit komplett zerstört. Ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich weiterfahren können. Aber wie gesagt, total unnötig. Da aufs Gas, ich hätte auf der Bremse bleiben sollen, das muss ich unbedingt lernen. Wir landen dann wieder in der Box. Ja, das wollte ich euch da großartig sagen. Wir springen rein, wir sind in der Box. War ja nur die vierte Runde, wir waren jetzt wieder 20. Ja, wir fuhren dann aus der Box raus. Musste darauf achten, da waren ja noch... wie sagt man denn, oh, also wir wurden ja überrundet, wir waren, weiß ich, waren mal ruckzuck, 1-2 Runden jetzt mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie lange wir in der Box richtig gestanden haben. Ja, und dann, wie gesagt, vierte Runde, das ist ja dann auch im Endeffekt nichts. Ja, das Rennen war gelaufen, der 19. waren wir dann plötzlich wahrscheinlich wieder irgendwo einer rausgedreht, aber das war nichts, ne? Also, so viel Mist in einem Rennen muss man auch immer zustande bringen, ne? Aber ja. Ich, wie gesagt, ich zeige euch auch das, weil ich nicht vernünftig fahre. Es gehört ja alles dazu zum Lernen, zum Lernprozess oder sonst irgendwas. Mittlerweile kann ich auch nachvollziehen, warum die Leute da so wild durch die Gegend fahren. Man ist halt wirklich frustriert, ey, weil wenn wir eigentlich nur so am Abend schön ein paar Rennen fahren, ein bisschen Fights haben, aber das ist leider nicht möglich. Man hat ja immer das wieder, dass die einer hinten drauf fährt oder sich irgendwo versucht reinzudiven. Ne? Hier gibt es ja nochmal eine gelbe Flagge, aber da war wohl nichts. Da oben steht ja... Der Mercedes, mit dem haben wir mit das, kommt nachher auch noch ein paar 10 zu. Mit dem Mercedes. Merkt euch den. Und dann fuhren wir hier noch um die Rechtskurve. Und dann nochmal um die Linkskurve und wieder rechts rum. Ja. Ich weiß auch nicht zu viel sagen. Es waren einfach zu unnötige Fehler, die ich gemacht habe. Zu aggressiv reingegangen. Ne? Und ja, wir spielen noch ein bisschen Frust mit. Aber wie gesagt, das soll keine Entschuldigung sein. Das, was ich gemacht habe, macht man nicht. Und ja. Es ist halt passiert und ich wollte euch zumindest zeigen, wie es dann so gelaufen ist. Ja, wir sind jetzt in der 5. Runde und springen in die 9. Runde rüber. Da ist nicht mehr viel passiert. Ihr seht, da hinter mir kommt der Mercedes. Wir waren so ein paar Runden so immer mal wieder im Fight. Er fuhr mal wieder zurück, er machte Fehler. Er kam dann mal wieder ran, er ist mal ein paar Mal ins Auto gefahren, hinten drauf. Also aber nichts so, wo man sagen würde, oh, schlecht. Aber klar, ich war auf weit über 180, weil es der natürlich auch immer mal... Wie gesagt, irgendwann fährt er den rein und rammt dich dann. Hier kommt er dann deutlich besser raus als ich aus der Kurve. Und ja, sind wir so ein bisschen nebeneinander. Ich vergesse einfach links rüber zu ziehen. Ja. Ja, und dann treffen wir uns da halt. Und ja, dann sind wir halt beide draußen. Das sah jetzt eigentlich mal vom Anfang, wenn man es jetzt so sieht, denkt man sich, okay, das ist ein Unfall. Ne? Ich hätte mal nach links fahren können. Aber hier sieht man eindeutig, ja, ich bin eigentlich stur. Weil das nicht so am Fuß, ich hätte einfach rechts rüber, nee, links rüber fahren müssen. Was passiert hier? Also ich fahre ihn da nicht mit Absicht rein, sondern ich verreiße das Lenkrad, weil er mich da trifft.
Also es ist nicht so, dass ich ihm da mit Absicht reinfahre, obwohl es ja auch so aussieht, aber ich verreiße einfach das Lenkrad. Dadurch kommt der Unfall zustande. Ja, absolut unnötig von mir. Ich denke mal, diese ganze Situation ist dann auch durch den Frust und dass man sauer ist. Und das, also, das ist gar keine Entschuldigung. Das darf einem nicht passieren. Und wie es immer ist, das Karma meint es ja nicht gut mit einem. Jetzt kommt dann dazu, dass also ich bin ja wieder vor ihm. Da kommt jetzt noch der BMW, der ist dann Platz 5. Er ist natürlich wesentlich schneller. Er macht natürlich seine berühmte Lichthupe, um zu sagen, ey, ich komme. Ich ziehe dann rechts rüber und gehe ein bisschen vom Gas, damit er vorbeiziehen kann. Da denkt sich der Mercedes-Fahrer, ey, das passt, ich ziehe mal hier rein. Ja. Beide durch die Kurve kommen wir halt nicht. Ja, was ich brauche nicht, da glaube ich nichts groß erklären. Dumme Aktion. Und dann zwar noch nicht mal die dumme Aktion unbedingt von ihm, sondern auch die dumme Aktion von ihm. Ich sehe ihn eigentlich, ich weiß gar nicht, wo ich da so reinziehe. Hätte ihm vielleicht ein bisschen Platz lassen sollen. Aber wie gesagt, das war, ja, es war halt doof. Es war ein mieses Rennen von mir und jetzt kommen wir nochmal zum Schluss. Das Rennen ist hier gleich vorbei. Das war also gar nichts, das Rennen. Ich verliere minus 28 Elo, minus 0,2 SR. Richtig verdient, das soll das auch sein, wenn man so einen Blödsinn baut. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes mit Gesamt-Elo 711 und SR ist 1,77. Ihr seht auch nochmal das passende Bild dazu. Ich habe mich wie ein Affe benommen im letzten Rennen und ich wünsche euch was besonders Schönes. Bleibt gesund und lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Rennen und ich bin raus mit auf Wiederschauen und reingehauen. Macht's gut.